Kurz vor der Landtagswahl am 14. März 2021 haben die rheinland-pfälzischen Parteien ihre Wahlprogramme auf den Weg gebracht. Gerade für die Pflege in unserem Land ist die Landtagswahl nicht zu unterschätzen. Ein unfassbares Jahr liegt hinter uns allen. Ein Jahr, das die Pflegenden an ihre Grenzen und häufig weit darüber hinaus gebracht hat. Ich möchte den Parteien in Sachen Pflege etwas auf den Zahn fühlen, um Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine kleine Hilfe zu geben, wie Sie mit Ihrer Stimme für sich und für Ihren Beruf bestmöglich stimmen können. Deshalb spreche ich im digitalen Pflegetalk mit Vertreterinnen und Vertretern der Parteien, um für Sie herauszufinden, welche Parteien welche Ziele hat und welchen Platz die Pflege in der Zukunft des Landes einnehmen soll. Heute möchte ich herzlich begrüßen Frau Sabine Betzing-Lichtentäler. Sie ist Mitglied des Landtages und seit 2014 Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie des Landes Rheinland-Pfalz. Vorher war sie 12 Jahre lang Mitglied des Deutschen Bundestages und 4 Jahre lang Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Herzlich willkommen, Frau Betzing-Lichtentäler. Hallo, schönen guten Tag, Herr Dr. May. Bevor wir in das Gespräch inhaltlich eintauchen, die erste Frage. Warum sollten die Pflegenden in Rheinland-Pfalz am 14. März Sie bzw. Ihre Partei wählen? Weil unser Herz für die Pflege und die Pflegenden schlägt. Wir haben in Rheinland-Pfalz ja nicht nur die erste Pflegekammer bundesweit genau aus diesem Grund eingerichtet, um nämlich der Pflege eine starke Stimme zu geben, sondern wir haben mit unserer Ministerpräsidentin ja eine Ministerpräsidentin, die wirklich das Thema Pflege lebt. Sie war selber jahrelang Sozialministerin und hat das Thema Pflege vorangebracht in Rheinland-Pfalz, aber auch bundesweit. Ich durfte dieses Thema mit großem Herzblut auch weiter verfolgen und uns liegen eigentlich zwei große Punkte am Herzen, wo ich glaube, dass es für die Pflegenden auch ganz wichtig ist. Das eine sind in der Tat die Arbeitsbedingungen in der Pflege zu verbessern und das andere ist das Thema der Bezahlung. Und darüber hinaus, wenn es über dieses Thema herausgeht, eben auch wirklich Strukturen in der Pflege zu sichern, weil ich darf ja auch noch Demografieministerin sein. Die Pflege wird in Zukunft eine immer noch größere Bedeutung erhalten. Und wir wollen uns dafür einsetzen, dass dies dem allen auch gerecht wird. Ja, vielen Dank für diesen Ausschlag. Zum Thema Corona. Welche Ansätze verfolgt Ihre Partei, um das Versorgungssystem und insbesondere die pflegerische Versorgung in Rheinland-Pfalz auf die zukünftigen möglichen Krisenlagen vorzubereiten? Ja, also auch hier sehe ich zwei Ansatzpunkte vor allen Dingen. Das eine sind die personellen, das andere sind strukturelle. Wenn ich mal mit den personellen beginne, dann gilt es natürlich erstmal hier genügend Pflegekräfte zu gewinnen, die diesen sehr, sehr wichtigen Beruf bereit sind auszuüben. Das heißt, Fachkräftesicherung im wahrsten Sinne des Wortes zu betreiben. Und wenn ich Fachkräfte sichern will, dann brauche ich, wie ich das gerade schon mal sagte, gute Arbeitsbedingungen, ich brauche gute Bezahlung und ich muss natürlich mich auch darum kümmern, sie entsprechend auszubilden. Und hier ist Rheinland-Pfalz schon seit Jahren aktiv unterwegs mit Fachkraftinitiativen, gemeinsam ja mit Partnern wie auch mit der Pflegekammer. Das heißt, wenn ich uns vorbereiten will auf die Zukunft und auch auf vielleicht auch weitere Pandemielagen, dann brauche ich gut ausgebildetes, gut qualifiziertes und auch gut bezahltes Personal. Und der zweite große Punkt sind die Strukturen. Ich glaube, gerade die Pandemie hat nochmal gezeigt, wie wichtig es ist, auch flächendeckend eine gute Versorgungsstruktur zu haben. Und das bedeutet, wir brauchen große Krankenhäuser, wir brauchen auch Zentren, wir brauchen aber auch kleine, in der Fläche notwendige Krankenhäuser. Und dass es gut miteinander funktioniert, das hat die Pandemie gezeigt, wo wir Versorgungsregionen gegründet haben, wo die Großen mit den kleinen Krankenhäusern zusammengearbeitet haben, wo man sich vernetzt hat, wo man kooperiert hat, wo man sich unterstützt hat. Und das sind Versorgungsstrukturen für die Zukunft. Und ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, neben dem reinen Fokus auf die stationäre Versorgung werden wir, um pandemiegerecht aufgestellt zu sein, aber auch um zukunftssicher ausgestellt zu sein, noch viel mehr auch sektorenübergreifend denken müssen. Weil so können wir dann wirklich gesundheitliche Versorgung, ob im Pandemiefall
oder auch generell sicherstellen? Ja, vielen Dank. Dieser sektorübergreifende Aspekt, das ist ja auch ein Aspekt, der uns als Pflegefachpersonen sehr wichtig ist. Und haben Sie da vielleicht eins, zwei Sätze, was Sie da vielleicht konkret auch angehen wollen? Ja, also es gibt in verschiedenen Bereichen gute Ansatzpunkte. Das eine ist die Verknüpfung von der klassischen stationären mit ambulanter Versorgung. Wir sehen, wir haben immer größere Schwierigkeiten, im ländlichen Bereich niedergelassene ambulante Ärzte zu finden, die Versorgung übernehmen. Auf der anderen Seite haben die Krankenhäuser, gerade die kleinen, häufig auch Schwierigkeiten, was das Thema der Finanzierung angeht. Und die aber durchaus Versorgungspotenzial hätten. Also warum dann diese an diesen beiden Säulen festhalten und sie nicht viel stärker miteinander verzahnen? Weil letztendlich kommt es auf die Versorgung an. Und dann noch zu schauen, was habe ich denn noch drumherum? Außer dem klassischen stationären Ambulanten. Ich habe tolle Tagespflegeangebote. Ich habe Reha-Angebote, so vielfältiges, Gesundheitsdienstleister, Physiotherapeuten, das mit einzubeziehen und wirklich vom, ja, wir sagen immer so schön, vom ganzheitlichen Ansatz zu denken, ja, zu sagen, es geht uns hier um Versorgung. Es ist für mich beispielsweise ein ganz wichtiges Thema, wenn ich einen älteren Menschen habe, der im Krankenhaus ist, der operiert wurde, der bekommt für seine OP 2 Übernachtungen DRG-mäßig angerechnet, beziehungsweise das Krankenhaus, und dann muss er normalerweise nach Hause. Er ist aber vielleicht alleine, er hat zu Hause niemanden und er kann sich kaum versorgen. Das heißt, wie geht es dann weiter? Warum dann nicht auch hier zum Beispiel sektorübergreifend die Kurzzeitpflege mit integrieren? Ja, zu sagen, derjenige kann dann halt noch 2 Nächte zusätzlich im Krankenhaus bleiben, wird dann über die Kurzzeitpflege finanziert, sodass auch die Finanzierungen sauber sind und vor allen Dingen, dass es dem Menschen dabei geholfen wird, nicht nach Hause zu müssen und wissen, wie kriege ich meinen Alltag organisiert, sondern dort noch in Ruhe darauf vorbereitet zu werden auf die Entlassung. Und das wird allen profitieren. Das profitieren vor allen Dingen die Bürgerinnen und Bürger davon, weil sie bessere Versorgung haben. Und es profitieren aber auch die Leistungserbringer, ob im ambulanten oder im stationären Bereich. Also da müssen wir, glaube ich, einfach ein Stück weiterdenken. Wir sind da sehr aktiv mit dabei, auch in Berlin, in einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die wir mit angeregt haben. Und wir hoffen, dass zumindest das, was schon geeint wäre, dann auch endlich sich in Gesetzgebung wiederfindet. Ja, könnten Sie sich auch vorstellen, dass die Pflege in dieser neuen sektorübergreifenden Versorgungsform auch neue Aufgaben, neue Rollen übernimmt, was die Abdeckung von Aufgabenkomplexen angeht? Ja, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Ja, also wenn wir uns auch anschauen, die Pflege, die Ausbildung in der Pflege, die hohe Qualität und gehen noch weiter auch in der Akademisierung der Pflege, auf jeden Fall. Wir wären ja, ich darf mal flapsig sagen, verrückt, ja, wenn wir diese Qualität nicht nutzen würden, um sie auch an die Menschen in die Versorgung einzubringen. Ich rede jetzt nicht hier von einer Substitution von Leistung. Soweit wollen wir vielleicht noch gar nicht gehen. Kommen wir bestimmt auch irgendwann mal hin. Ja. Aber erstmal von einer Delegation. Wir haben so viele Aufgaben, die wunderbar von Pflegekräften wahrgenommen werden können, die momentan unter Vorbehalt stehen. Ja, wo man sagt, warum eigentlich? Die Menschen müssen auf lange Termine warten und hier könnte ihnen direkt geholfen werden. Also da viel mehr einzusetzen. Und ich glaube ganz ehrlich, es würde auch dem Pflegeberuf jede Menge Attraktivität noch bringen und auch dem Einzelnen, der einzelnen Pflegekraft mehr Wertschätzung, wenn man sagen würde, hier, du hast so eine tolle Ausbildung, du bist so engagiert, dann spiegelt sich das auch in der Wertigkeit deiner Aufgaben wieder. Also ich glaube schon, dass auch da noch Potenzial ist. Und ganz ehrlich, es muss niemand Angst haben, dass ihm irgendeiner was wegnimmt oder Konkurrenz denken, sondern ich glaube, wir brauchen die gesamte Versorgungspalette und wir brauchen auch alle Menschen, die dort tätig sind. Und jeder wird seine Aufgabe dort auch finden. Wir sind eine älter werdende Gesellschaft, wir haben medizinischen Fortschritt, wir benötigen wirklich jeden und jede, damit zu wirken. Vielen Dank. Sie haben vorhin schon die Arbeitsbelastung angesprochen. Da würde ich direkt mal eine konkrete Frage auch stellen. Was sind dann so Maßnahmen, die Ihre Partei auf Landesebene ergreifen würde, um die aktuelle Personalsituation in Kliniken, in stationären Pflegeeinrichtungen, in der ambulanten Pflege deutlich zu verbessern?
dorthin, wo es gut ist. Ja, also wir sind ja schon auch seit langen Jahren mit dabei. Das ist so ein Punkt, wo ich eben sagte, das hat auch unsere Ministerpräsidentin damals noch, ich sag mal, auf den Weg gebracht, die Fachkraftinitiative mit vielen Partnerinnen und Partnern, wo es uns gemeinsam gelungen ist, auch die Fachkraftlücke schon ein Stück weit zu verkleinern. Und da müssen wir dran weiterarbeiten. Und da ist ein wesentlicher Schlüssel natürlich mehr ausbilden, mehr Ausbildungskapazitäten zur Verfügung stellen und auch sehen, schaffen das unsere Auszubildenden? Ja, ich habe das gerade eben gesagt, das ist eine hochanspruchsvolle Ausbildung. Das heißt, wenn wir merken, dass vielleicht der eine oder andere damit Schwierigkeiten hat, dann auch Unterstützung zu geben. Ja, wir können es uns nicht erlauben, dass jemand das Handtuch wirft, weil er vielleicht nicht die entsprechende Unterstützung hat. Also Ausbildungskapazitäten, Ausbildungsbegleitung finde ich einen ganz wichtigen Punkt. So, und dann kommt der oder diejenige danach in den Beruf. Und dann noch voller Enthusiasmus und Begeisterung und auf einmal stellt er fest, oh, das ist aber doch alles ein ganzes Stück weit anders, als ich mir das vielleicht vorgestellt habe. Hat jetzt selber vielleicht Familie, hat noch pflegebedürftige Eltern zu Hause, hat kleine Kinder, entscheidet sich vielleicht für die Situation, in Teilzeit zu arbeiten und muss aber im Alltäglichen erleben, du hast gar keinen Teilzeitjob. Du wirst ständig immer wieder aus deinem Frei angerufen, weil der Kollege mal ausgefallen ist oder die Kollegin heute nicht kann. Du hast überhaupt gar keine Verlässlichkeit. Dich zerreißt es. Du schaffst das nicht mehr. Das sind Bedingungen, unter denen du nicht arbeiten kannst. Das heißt, an dieser Stelle anzusetzen, Arbeitsbedingungen zu verbessern. Und das geht nur durch mehr Personal, durch verlässliche Personalquoten. Ja, zu sagen, wir brauchen eine entsprechende Personalabdeckung, damit ich auch ja, Arbeitsbedingungen habe, in denen ich mich ja, wohlfühle. Ich habe mit vielen Pflegekräften gesprochen, die mir gesagt haben, natürlich, und da kommen wir jetzt gleich zu, ich möchte auch mehr verdienen und ich möchte auch ordentlich bezahlt werden. Das ist auch absolut richtig. Aber viele sagen mir auch, wenn ich drumherum die Arbeitsbedingungen habe, auf die ich mich verlassen kann, dann ist das manchmal sogar noch ein Stückchen mehr wert. Ja? Wenn ich mich wertgeschätzt fühle, wenn ich mich anerkannt fühle, das motiviert mich, am nächsten Tag wieder zur Arbeit zu gehen und meinen Job einfach gern zu machen. Aber das ist der zweite Punkt, also Arbeitsbedingungen, wo wir sagen, ja, wir brauchen das Thema Personalbemessung, wir brauchen klare, verlässliche Führung in den Einrichtungen, wir brauchen Wertschätzung. Wir unterstützen das ja auch jetzt schon mit Ansätzen, mit Projekten, mit Förderung, aber da muss noch mehr kommen. So, und der dritte Punkt, was tun wir? Wir wollen auch, dass Pflege ordentlich bezahlt wird. Und zwar richtig ordentlich bezahlt wird. Und so schön die Debatte um Corona-Prämien vielleicht auch gewesen sein mag, ja, aber das ist doch nur ein Moment, ein Blitzlicht. Das wird nie dazu beitragen, dass ich wirklich die Pflege dort angemessen finanziere und bezahle und die Leistungen. Dafür brauche ich flächendeckende Tarifverträge. Da brauche ich eine richtige Absicherung. Und dafür zu kämpfen, das lohnt sich. Wir kommen ja langsam Schritt für Schritt weiter. Ich hoffe, dass uns hier die Corona-Pandemie auch noch mal ein Stück weit Rückenwind gibt, um auch bei den Verantwortlichen in den Verhandlungen ein Umdenken zu erreichen. Wir brauchen eine ordentliche Bezahlung. Das muss uns gelingen und ich glaube, die Zeit ist, wenn nicht jetzt, wann sie dann reif dafür. Und auch dafür will sich die Landesregierung einsetzen und oder meine Partei sich einsetzen. Und der vierte Punkt, der ist mir auch nochmal wichtig, weil ich vergangene Woche ein Gespräch hatte mit der AGAP, das ist die Arbeitsgemeinschaft für Migration und Integration. Mir ist auch das Thema kultursensible Pflege wichtig und auch die Integration von ausländischen Pflegekräften. Ja? Wir wollen und brauchen diese nämlich nicht nur, um unsere Fachkraftquoten zu erfüllen und unsere Fachkraftlücke zu reduzieren. Nein, wir brauchen diese Integration der ausländischen Pflegekräfte auch, um dieses wichtige Thema der kultursensiblen Pflege mit abzudecken. Wir sind eine vielfältige Gesellschaft, darauf sind wir auch stolz, die wollen wir auch bleiben. Und dann muss sich das eben auch widerspiegeln. Und deswegen ist auch das Thema Integration in unserer Fachkraftinitiative ein ganz wichtiges. Und der letzte Punkt. Wir müssen positiv über die Pflege sprechen. Natürlich muss man noch immer wieder den Finger in die Wunde legen, muss auf Missstände aufmerksam machen, absolut. Aber in unserer Gesellschaft muss es uns gelingen, nochmal eine ganz andere Wertschätzung für die Pflege zu erreichen. Wenn ich junge Menschen höre, die sich rechtfertigen müssen, dass sie diesen wunderbaren Beruf erlernen, dann läuft was schief in unserer Gesellschaft.
Und deswegen ist mir auch der Punkt ganz wichtiger und auch das Thema der Öffentlichkeit und das positive Image auch da nochmal viel stärker für zu werben. Und jeder, der mal Pflege erfahren hat, ob im Krankenhaus oder auch in der Altenpflege, weiß, ja, wie wertvoll das ist. Und das sollten wir auch zeigen, den Menschen, die diese Tätigkeit ausüben. Vielen Dank. Im Krankenhaus haben wir ja das Pflegebudget, das große Teile des Pflegeberufs im Prinzip schützt seit 2020. Aber große Teile sind halt auch vom Pflegebudget noch nicht erfasst. Das heißt, die werden auch finanziert letztendlich teilweise über die Investitionskosten oder über nicht vorhandene Investitionsmittel. Und da habe ich die Frage, wie Ihre Partei künftig die Investitionsfinanzierung in Kliniken sicherstellen oder wesentlich verbessern möchte in Rheinland-Pfalz. Ja, wir haben ja in den vergangenen 5 Jahren schon unsere Investitionsmittel gesteigert und das wird auch in Zukunft weiter nötig sein, weil wir befinden uns gerade in der Krankenhauslandschaft ja in einem Strukturwandel. Ja, und wir wollen gerne diesen Strukturwandel auch selber gestalten. Ich habe ein Plädoyer abgegeben für große und kleine Krankenhäuser in der Fläche und dennoch wird sich die Krankenhauslandschaft verändern und das wollen wir mitgestalten durch Verbünde, durch Gesundheitszentren, durch Zentrenbildung etc. Und dafür braucht es Investitionen. Und so werden wir im Jahr 2021 unsere Investitionsmittel erhöhen um weitere 37 Millionen Euro auf 198 Millionen. Wir haben noch zusätzlich 200 Millionen Euro für den Ausbau der Digitalisierung. Auch das ein ganz wichtiger Punkt für die Zukunftsfähigkeit und legen vom Land hier nochmal 50 Millionen Euro drauf. Das heißt, uns ist es immer an der Stelle wirklich wichtig, die Krankenhäuser von ihren Investitionen so auszustatten, dass sie auch Schritt halten können mit der Entwicklung. Und deswegen haben wir auch alle Möglichkeiten ausgenutzt, um jeweils den Krankenhausstrukturfonds 1 bis 3 des Bundes immer auch mit co-zufinanzieren. Ja, ich erinnere da gern nochmal auch an die ersten Runden Krankenhausstrukturfonds 1, wo manche Länder es nicht geschafft haben, wo wir dann sehr froh waren, als Land Rheinland-Pfalz zusätzlich zu finanzieren und alle Mittel abzuschöpfen, weil das hilft unseren rheinland-pfälzischen Krankenhäusern. Also da stehen die Mittel zur Verfügung. Wir müssen aber auch weitermachen. Ich sage das auch ganz deutlich. Wir dürfen uns nicht zurücklehnen, sondern es gilt immer weiter auch hier zu investieren. Die Herausforderungen sind da vielfältig. Und das will ich auch sagen, wir werden uns auch weiterhin vehement dafür einsetzen, dass auch die Betriebskosten ordentlich refinanziert werden. Weil auch hier haben wir derzeit noch ein Defizit. Wir haben keine ordentliche Betriebskostenrefinanzierung bei den kleinen Krankenhäusern über die DRGs. Die gucken immer in die Röhre, da bleiben am Ende immer rote Zahlen übrig. Auch bei Standorten, die sogenannt unverzichtbar sind, die wir dringend benötigen nach dem gemeinsamen Bundesausschuss. Und deswegen brauchen wir auch hier eine Refinanzierung. Also das heißt, jeder hat hier seine Verantwortung zu tragen. Ja? Und als Land sind wir gerne bereit, das im Bereich der Investitionen auch zu tun. Und wir werden uns aber auch auf Bundesebene dafür einsetzen, dass auch die DRGs zukunftsfähig gemacht werden. Ja, vielen Dank. Wir hatten gerade eben schon die Gehälter der Pflege angesprochen. Wir fordern ja als Pflegekammer, muss man mittlerweile sagen, auch als Bundespflegekammer, dass die professionelle Pflege deutlich höhere Vergütung von mindestens 4.000 Euro brutto im Prinzip als Einstiegsgehalt benötigt. Wir fordern das auch aus dem Grund, vielleicht um das nochmal vom Grund her klarzustellen, weil wir, wie Sie schon eingangs gesagt haben, ja auch sehr, sehr viele Menschen bewegen wollen, in den Pflegeberuf einzusteigen. Und wir sehen darin eine Möglichkeit. Und ich sehe das genauso, wie Sie das gesagt haben, wichtiger für die Pflegefachpersonen in den Settings, in den Pflegesettings, ist natürlich der Aspekt, dass man halt wirklich seinen Beruf so ausüben kann, wie man ihn erlernt hat. Und solange, bis wir dort sind, müssen wir aber auch Möglichkeiten haben, um den Beruf dorthin zu bringen. Von daher brauchen wir letztendlich auch umfangreiche Reformen des Pflege- und Gesundheitssystems, um das zu finanzieren. Weil das bedeutet ja eine erhebliche Steigerung der Löhne. Also Sie hatten vorhin auch den Flächentarifvertrag angesprochen.
Da sind wir ja noch sehr, sehr weit davon weg von dieser so wichtigen Summe. Und wie soll dann der Ausbau des Pflegesystems so nachhaltig finanziert werden? Und wie stehen Sie zu einer Pflegeversicherung beispielsweise nach dem Vollkaskosystem? Also erstmal finde ich es total richtig und wichtig, dass Sie, wenn wir nämlich darüber sprechen, über bessere Bezahlung, auch darüber reden, wo kommt das Geld denn her? Weil das ist jetzt der richtige zweite Schritt, den man ja beantworten muss. Alle sagen, wir brauchen bessere Bezahlung und in dem Moment, wo es dann kommt, wer soll es denn bezahlen, da gibt es immer das große Fragezeichen. Ja? Und genau die Frage müssen wir beantworten. Und ich bin dafür, ja, wir müssen uns nachhaltig aufstellen. Und wenn ich von einer nachhaltigen Finanzierung spreche, dann meine ich eine breitere Basis. Ich muss die Einnahmebasis verbreitern. Und dann stellen sich drei Möglichkeiten. Das eine ist Beitragserhöhung. Das andere ist zu sagen, ja, wir belasten nur wieder einen Teil. Und das dritte wäre der Steuerzuschuss. Und der dritte, das ist der Aspekt, wo ich sage, da müssen wir hinkommen. Wir brauchen einen Steuerzuschuss in die Pflege, so wie wir es in der Rente auch haben. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und von daher muss auch gesamtgesellschaftlich getragen werden. Und es wird nur gelingen mit einem Steuerzuschuss. Wir haben ja jetzt den ersten Schritt gemacht, auch im Rahmen der Corona-Pandemie, wo es erstmalig auch einen entsprechenden Steuerzuschuss aus Bundesmitteln gab. Und ich glaube, dass das erforderlich ist, um wirklich nachhaltig das ganze System auch abzusichern. Und das ist der zweite Schritt, wenn ich über eine breitere Basis spreche. Wir brauchen eine Pflegebürgerversicherung. Wir müssen die Menschen, alle die mit einbeziehen, in eine Pflegebürgerversicherung. Und ich finde, gerade bei der Pflegeversicherung bietet es sich einfach an, weil die soziale und die private die identischen Leistungen haben. Ja, wir haben da ein anderes System wie im Bereich der Krankenversicherung. Und warum dann nicht genau hier jetzt zu beginnen? Breitere Basis, Pflegebürgerversicherung, um damit das System nachhaltig auszustatten und eben dann auch bessere Gehälter und bessere Löhne zu bezahlen. Und wenn wir über die Vollkaskoversicherung reden, ja, dann ist das sicherlich noch ein weiter Weg dorthin, wo wir auf jeden Fall die Pflegebürgerversicherung für brauchen. Aber vielleicht kann ein erster Schritt ja tatsächlich sein, diesen sogenannten Sockel-Spitze-Tausch erstmal einzuführen. Dass ich nicht sage, ich begrenze die Leistung, sondern dass ich sage, ich begrenze den Eigenanteil. Das heißt, im Moment wird ja uns immer erzählt, wir haben eine Teilkasko-Pflegeversicherung. Ganz in echt, das haben wir auch nicht. Ja? Weil wer die Teilkasko kennt, der weiß, ich habe einen festen Eigenanteil, den ich zu bezahlen habe. Und egal wie hoch mein Schaden ist, der Rest wird dann von der Versicherung bezahlt. Im Moment in der Pflegeversicherung ist es bei uns andersrum. Ich habe einen festen Betrag, den ich bekomme und alles, was ich darüber hinaus haben möchte, das muss ich selber bezahlen. Das ist mein Eigenanteil. Und das ist ein Punkt, der macht den Menschen Angst. Ja? Die wissen nicht, was kommt da auf mich zu? Eigenanteil, wie wird das später mal aussehen? Und deswegen wären wir hier schon mal einen großen Schritt weiter, wenn wir tatsächlich zu diesem Sockel-Spitze-Tausch kommen, einen verlässlichen, kalkulierbaren, fixen Eigenanteil und dass dann der Rest, der entsteht als Bedarf, dass der dann abgedeckt wird von der Pflegeversicherung. Es gibt ja jetzt die ersten Ansätze. Es gibt ja ein Gesetz, was jetzt hier auf den Weg gebracht werden soll. Der Bundesgesundheitsminister hat es angekündigt. Diesen Worten sollten jetzt Taten folgen, weil das wäre wirklich ein wichtiger Schritt hin. Aber nochmal, das langfristige Ziel muss die Pflegebürgerversicherung dann letztendlich auch sein. Und das ist noch ein dickes Brett, aber das sollten wir gemeinsam bohren. Vielen Dank dafür. Ja, jetzt haben Sie noch einen abschließenden Satz sozusagen mit der Frage, was möchten Sie unseren Mitgliedern noch mit auf den Weg geben? Ja, also ich denke, gerade die Pandemie hat jetzt nochmal gezeigt, für die, die es bisher noch nicht wussten, ja, wir wussten es schon vorher, wie wichtig die Pflege ist und wie wichtig auch die Arbeit, die Tätigkeit der Pflegekräfte ist. Und dass Klatschen auf dem Balkon nicht ausreicht, dass das zwar auch mal gut tut, ja, und auch wertschätzend ist, aber es reicht nicht aus. Was wir brauchen, sind gute Arbeitsbedingungen, gute Bezahlung. Dafür treten wir als SPD an und mit solchen Partnern wie der Pflegekammer Rheinland-Pfalz und vielen anderen Partnerinnen und Partnern in Rheinland-Pfalz sollten wir gemeinsam dafür kämpfen, dass wir dies auch erreichen. Und ich will allen hier sagen,
herzlichen Dank für Ihre wichtige Arbeit in der Pflege. Sie leisten wirklichen Dienst an der Gesellschaft und dafür unseren Respekt und Anerkennung. Ja, liebe Frau Betzing-Ischentäler, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben, um uns Rede und Antwort sozusagen zu stehen. Das ist wichtig. Ich rufe alle Kolleginnen und Kollegen auf, an der Wahl teilzunehmen am 14.03. oder vorher schon per Briefwahl abzustimmen. Wie gesagt, Wahlen sind wichtig. Mit Wahlen legen wir die Zukunft fest oder wenn wir nicht wählen, halt nicht. Und deshalb sollten wir lieber wählen. Ich gebe noch einen Ausblick auf das kommende Gespräch. Das wird ein Gespräch mit dem Herrn Steven Wink sein. Er ist gesundheitspolitischer Sprecher der FDP-Landtagsfraktion. Und das Gespräch wird dann am Donnerstag, den 25.02.2021, stattfinden. Vielen Dank. Dankeschön. Alles Gute. Bleiben Sie gesund. Tschüss. Tschüss.